Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Samstagabend. Jo, wir sind wieder hier am Start. Foundation grüßt und ich euch natürlich auch. So, diese Woche wird es leider keinen Jeffrey-Report geben, weil ich habe keinen erhalten. Ich hoffe mal, dir geht's gut. Na? Wenn nicht, melde dich mal. So, und ansonsten, ja, sei mal eine Pause gegönnt. Okay, Kinders. So, wir waren ja hier stehen geblieben, dass wir, ja, so das Industriegebiet von unserem Bergdorf hier ein bisschen noch erweitern müssen, zwecks den Wegen. Und das würde ich jetzt auf die Schnelle machen. Bevor ich das aber mache, gehe ich mal ganz kurz hier rüber und schaue mal so, was unsere Schneider so treiben. Und unser Weber, apropos Weber, ich habe es versprochen, wir werden es machen. Oh, das ist jetzt, ja, nun gut, das ist schlecht. Ja, das ist nichts gut. Ja, wir brauchen einen männlichen Weber. Ha, machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich brauche noch einen männlichen Weber. Gute Frage, nächste Frage. Ich würde fast vorschlagen, okay, Level 3. Schade, dass man hier nur einen Schneider reinsetzen kann. Das ist natürlich schlecht. Ja, Sapperlot, wie machen wir das jetzt? Ich werde mich von einer Weberin, glaube ich, trennen müssen. In der Hoffnung, dass wir hier noch jemand reinsetzen können. Oder aber ich baue noch eine zweite Weberei. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Lass mal schauen. Das ist jetzt echt ein bisschen knifflig. Aber da finden wir schon eine Lösung. Das ist ja kein Ding. Ich glaube, wir machen das hier unten hin. Ja, komm, wir bauen hier nochmal eine zweite Weberei. Man kann nie genug Webereien haben. Weber. Vor allen Dingen, weil das Prinzip hier, was ich mir hier so überlege, ist ja eigentlich, dass wir... Warte mal, wir machen das noch ein bisschen anders. Ich schnappe mir hier nochmal das Terra-Tool. So. Und dann geben wir uns mal hier noch so ein... So, nee, so nicht. Wenn dann schon so. Ist aber auch ein bisschen jetzt... Haben wir da nicht noch andere Möglichkeiten? Können wir noch mal probieren. Eine kleine Abwechslung hier. Das könnte funktionieren. Wenn ich das so hier hinsetze. Jawohl, das ist ja Quatsch. Und ein Steinhaus auf Holzböden setzen, das ist ja, glaube ich, der vollkommene Schwachsinn. Grübel und studier. Warte mal. Uno momento. So. Ich würde schon ganz gerne ein bisschen so, zumindest optisch ein bisschen absetzen hier. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Wenn man das hier so ansetzt. So. So. Dass es hier noch ein bisschen reingeht. Ja. Aber nicht Gras, sondern dunkle Erde, leichte Erde, Ziegel, Kopfsteinpflaster. Wir nehmen wieder Kopfsteinpflaster. So, dann drehe ich mir das ein bisschen so her. Zackeliwack. So, das lassen wir mal bauen. Und da können wir jetzt eigentlich rein theoretisch dann die Weberei draufsetzen. Bäb. Ach, jetzt ist die zu groß. Es fängt ja heute gut an, ne? Es fängt heute wirklich gut an.
Er ist. Nein. Nein, 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 nein. Wo war das jetzt? Wo habe ich es hingesetzt? Hallo? Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wenn du eine Woche mal irgendwie so nicht die Finger am Spiel gehabt hast, musst du echt mal wieder hier reinkommen. Mein Gott, heute geht's aber holprig los da. Alles viel zu groß. Schaut doch doof aus. Ja, ja. Gut, dann machen wir es anders. Dann kein Terra. Dann machen wir das ganz normal wie gewohnt. Die Weberei kommt hier rein. So unter dem Baum gelegen. So. Hier so ein bisschen ran. So. Dann können wir das da bauen. Genau. Sollen die mir das da mal bauen? Gut. Dann hätten wir das, dann hätten wir das. Und wir gehen hier wieder rüber, weil ich würde ganz gerne hier noch ein bisschen den Weg machen. Habe ich irgendwo die Fantasy-Mod hingepflanzt? Ja, habe ich. Aber... Oh, das geht eigentlich. Das geht. Das geht. Dann können wir hier mal runter zwitschen. Ja. Und wir schnappen uns hier ganz einfach mal ein bisschen die Grasentfernung. Cool, das könnte schon ein bisschen größer sein. So. Ja, machen wir es so. Zack. Und dann nehmen wir das gleiche hier nochmal. Zack. 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 Dann haben wir das mal ein bisschen ausgedünnt. So. Das funktioniert. Genau. Na, dann schaut es ein bisschen realistischer aus. So. Dann kann ich das hier wieder zumachen. Und die Weberei da auch. Dann gehe ich mal mit der Zeit ein bisschen hoch. Jawollo. So mag ich das. So ist das in Ordnung. So, dann würde ich für die Folge jetzt schon mal anfangen, hier das Holzfällerlager mal ein bisschen professioneller gestalten. Da muss ich sowieso mal reingucken. Wen haben wir denn hier drin? Wen haben wir denn? Eske? Ja, okay. Und aus dem Sixeberto machen wir doch mal... Ja, das ist jetzt ein Name, der... Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich ihn richtig schreibe. So, Cities, genau, insane. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig geschrieben. Wenn nicht, kannst du mich gerne darauf hinweisen, dass es dem nicht so ist. Und damit hast auch du deinen Platz in unserem kleinen, wunderschönen Dorf gefunden. Ne? So. Schon nicht schlecht. So, jetzt muss ich bloß überlegen, wie wir das machen, weil wir haben natürlich dann das Problem, dass wir eigentlich hier ja den Wald brauchen. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Oder aber, wir hätten ja hier noch die Holzgewinnung. Und ich wollte sowieso noch in die Richtung ein bisschen expandieren. Oh. Da muss ich jetzt mal gucken. Weil ich möchte einen Platz haben, der so ein bisschen professionell gestaltet ist. Hier ist schon wieder ein bisschen schwierig, weil eigentlich möchte ich nicht, dass das so voll wird. Auf der anderen Seite könnten wir rein theoretisch den Bereich hier dafür hernehmen. Das geht. Aber warte mal, da fällt mir gerade was an, bevor ich es wieder vergesse. Ne? Bevor ich es wieder vergesse, wir schauen mal, nee, nicht Territorium, sondern das hier. Aber
passt. Noch alles schön grün. Hier ist es nicht so grün. Aber können wir, glaube ich, jetzt im ersten Schritt mal ein bisschen vernachlässigen. Okay, gut. Hätten wir das geklärt. So. Ich mache es jetzt einfach mal weg. Ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal weg. Vielleicht haben sie ihre Wege jetzt mittlerweile gelernt. So. Dann gucken wir mal. Das kann ich wieder ausschalten. Okay. Super. Super. Scheint ja zu klappen. Das scheint zu klappen. Wir verkaufen da unten Brot. Dann würde ich fast vorschlagen, verkaufen wir da oben Fischi. Verkaufen wir da Fisch. Weberei fertig? Ja. Ist fertig. Da setze ich jetzt schon mal einen Weber hinein, den Chefweber, und zwar, wer bist du? Nein. So, dich setze ich da rein. Bist du drin? Und wir nennen den jetzt um in wo ist er? Wo hab ich? Ich hab den doch irgendwo aufgeschrieben. Da ist er noch. Thomas der Weber. So, damit bist jetzt auch du im Spiel. So, Thomas der Weber. Und das ganze Ding heißt dann natürlich Webers Weberei. Zum Tuche. So, jetzt. Bestätigen und speichern. Jawohl. Passt. Passt. Ist doch ideal. So, dann machen wir es dir natürlich noch ein bisschen schön. Tschack. Wir machen einen kleinen süßen Holzzaun hier hinten hin. So, erstmal hier rein. So. Und dann wechseln wir mal die Zaunsorte. Schienenzaun. Geflochtener Zaun. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, der kommt hier so hin. Der Part kommt dann hier raus. Und dann mache ich ganz einfach das hier zu, so, der Part raus, das hier rüber, so, dann nimmt man das schon mal. Das passt, da ist er schon und arbeitet fröhlich, schön im Schatten, kann man es aushalten, ne? Ja. Da setze ich jetzt einfach mal ein bisschen optisch. So. So. Gut, dann brauchen wir mal eine Fantasy-Mod. Ups. Mötz. Gib mir die Mötz. Gib mir die Mötz. So, Fantasy-Mod. Einmal hier abgesetzt. Okay. Beauty. Ich würde fast sagen, wir setzen uns hier mal ein paar Rollen hin, die dann zur Abholung bereitstehen quasi. Zack. 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 So. Und, na, was haben wir denn noch? Wir hatten da noch Rollen irgendwo, ne? Hatten wir nicht Rollen irgendwo? Ich glaube ja. So, du bist jetzt aber nicht animiert, das ist okay.
So, das können wir dich dann hier so hinsetzen. Lass mal gucken, wo bin ich denn hier? Bisschen drehen. So. Zack. Und das dann. Ich lasse das jetzt mal bauen. Ja, das geht schon. Das geht schon. Und ziehen es dann hier so in die Mitte. Da müsste es passen. Jawohl. Na. Dann hier so. So passt das. Gut. Dann schnappen wir uns hier noch die Medieval Fair. Muss ja überdacht sein, sonst wird der Stoff nass. Und das wollen wir alle nicht, ne? Das war wieder zu klein, aber ich könnte zwei nehmen. Können wir dann so machen? Ja, es geht so. Das geht so. Ich würde sagen, wir nehmen da ein schönes Grün, wenn wir eins finden. Green. Da haben wir es doch. Dann hier so einigermaßen in die Mitte gesetzt. So. Und dann hier noch. So. Müsste reichen. Schaut aber ein bisschen doof aus. Das schaut ein bisschen doof aus, deswegen setzen wir uns jetzt mal hier übereinander. So. So. Wenn dann schon akribisch. Ne? Vielleicht noch ein bisschen. Warte mal. Machen wir so. Machen wir so. So. So, dann ist es ein bisschen geschützter. Ne? Und ich brauche natürlich wo sind sie? Die schönen Wäscheleinen. Da sind sie. Drehen wir uns dann hier so hin, oder? Machen wir so, machen wir so. Machen wir so. Zack. Und dann starten wir wieder hier. Und was so rum. Dann fällt es nicht so auf. So. So. Und so. Ja, das ist okay. Das ist okay. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein bisschen die Wege des Gras weg. Und dann müsste es eigentlich schon fast passen. Gehen wir mal nicht so weit weg. Machen wir es so. 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 Und dann. Nee, nicht Pracht. So, einfach mal hier hingedüttelt. So. Gut, gucken wir es mal an. Ja. Das ist doch gut. So passt das doch. Ja. Idyllisch. Wie ich finde. Sehr, sehr idyllisch. Ja. Okay. Aber noch nicht idyllisch genug. Noch nicht idyllisch genug. So. Zack. So. Und wir brauchen ein. Was nehmen wir da? Ach, wir nehmen ein einfaches Haus. Dann nehmen wir mal die Res. Res, Res, Raspberry. Raspberry. So. Die gute Residential.
So, hier so ein bisschen reingedreht. Lass mal hier so anschließen. Einmal. Zack. Und dann noch ein zweites Haus. So. Schönes Citizen. Was nehmen wir denn da? Ja, so ein kleines. So ein kleines Lüttet Häuschen. Können wir hier so ein bisschen reinschieben. So. Jawohl. Und dann passt das. Dann passt das. Ich bin immer gespannt, ob die zum Bauen dahinter kommen. Wir werden es erleben. Kicken wir mal. So. Ja, es läuft. Das läuft. Gut. Von Fisch, wie viel Fisch haben wir denn überhaupt? Ja, müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Können wir aber trotzdem eigentlich mal einrichten, ne? Da brauche ich noch ein Lager für den Fisch. Wo habe ich denn überall Fisch? Warte mal. Lass mal gucken. Wo haben wir denn überall Fisch? Hier hinten mal überhaupt nicht. Eigentlich nur hier. Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich im Prinzip Fisch erstmal hier hin transportieren. Indem ich jetzt hier Fisch einlagern lasse. Und da brauche ich nämlich keine Kiste setzen. Das kann er sich dann von da holen. Das ist dann nicht das Problem. Okay. Dann würde ich mal sagen, besetzt mal die Rolle hier mal. Zack. Fisch. Zack. Dekotechnisch. Zack. Fisch, Fisch, Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Wo haben wir denn? Wird natürlich in Fässern geliefert, ne? Ist klar. So, setzen wir das mal hier so hin. So. Zack. Und dann hatten wir doch noch diese Körbe, in denen, glaube ich, Fisch war, oder? Korb mit Fischen. Guck hin. Zack. Zack. So. Und wo es Fische gibt, darf natürlich eine Katze nicht fehlen. Ja, guck. Da schau her, da kommen schon die 50 Fische, ist gut. Das ist doch. Okay, hat er jetzt den weiten Weg genommen und er latscht mir hier hoch. Das ist schlecht. Da muss ich natürlich einen Riegel vorsetzen. Kriegt es noch kleiner? Nee. Kleiner nicht, aber wir können das ja hier so begrenzen. So, das müsste jetzt klappen. Das müsste klappen. So, dann hat er schon 5 Fische verkauft. Ne? Läuft doch. Das ist doch nicht schlecht. Ja, gut, dass sie jetzt anders die Treppen hochlaufen. Mein Gott. Über gewisse Dinge muss man einfach in dem Spiel hinwegsehen. Das ist kein Thema. Das schaffen wir auch. So, dann haben wir hier schon 2 Nahrungsangebote. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Ach, guck mal. Haben sie geschafft. Super. Warum bist du jetzt du da blau? So. Nein, du sollst weg. Hallo. So, jetzt. Jetzt schaut's gut aus. Das ist doch ideal. Dann könnte ich doch eigentlich auch hierher gehen. Warte mal, wir setzen uns hier nochmal einen Büppel rein. Und ich ziehe mir das ein bisschen so. So. Dann kommt man da auch vorbei. Sehr schön. Ja, dann haben wir ja jetzt hier ein richtiges Monopol. Da können wir ausmachen. Wie viel haben wir denn schon? 250 Klamottis. Der ist doch ideal. Das ist doch wunderbar. So soll das sein.
So soll das sein. Geht es unseren Schafen eigentlich gut? Denen geht es mal richtig gut. Wie viel Wolle produzieren wir? Wolle, Wolle, Wolle. Ja, könnte mehr sein. Könnte doch direkt mehr sein. Heubauer? Nee. Viel. Ja. Die produzieren. Aber hatte ich nicht beide? Lass mal gucken. So, die Heuwiese ist noch nicht besetzt, die brauchen wir ja auch nicht. Das hier haben wir. Haben wir eingezeichnet. Schafe, es fehlt an Schafen. Wir haben jetzt zwar Schafe, aber jetzt habe ich ein Schaf. Okay. Produziert schon ein Schaf. Kann man das noch irgendwie? Warte mal, Schafhof. Den haben wir ja gesetzt, oder? Wir haben die Schafweide, produziert Schafe. Und hier hätten wir noch den Schafhof. Da hätten wir noch den Schafhof, stellt ein Schaf und ein Dung aus ein Wasser und ein Heu her. Gut, kicken wir uns das Ding mal an. Oh, könnten wir hier so andocken lassen? Machen wir mal. Ja, ist in Ordnung. Bauen. Das passt. Wolle, wolle, wolle. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Können wir hier noch Heu reinmachen? So. So. Dann haben wir da oben nicht. Dann müsste man das doch eigentlich haben, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. So, wir haben 600, 106 Einwohner und ich bin überrascht, wir haben 100% Zufriedenheit. Das hatte ich in der Form auch noch nie wirklich. Irgendwas muss ich richtig machen. Irgendwas muss ich richtig machen. So, aber ich würde trotzdem mal sagen, wir schnappen uns noch ein paar Fischer und lassen noch ein bisschen mehr Fisch produzieren. Terra, gut. Hatten wir nicht noch irgendwo anders einen Fischgrund? Warte mal, ich muss hier wieder raus, sonst kann ich nicht weiter scrollen. Hatten wir. Ist ziemlich mau mit Fischgründen, oder? Kann es sein? Ich will. Ah, guck mal hier. Der fährt aber ganz schön weit, ne? Der fährt ganz schön weit. Ich würde sagen, hier gönnen wir uns mal den kleinen Beschiss. Schnappe mal die Aladdin-Mod. Und würde sagen, hier hätte er eigentlich auch. Aber ich würde fast vorschlagen, dass wir uns hier noch so einen Fischgrund hinsetzen. Wo war das? Fischschwarm hier. Guck mal, hier ist doch auch einer. Warum fährt denn der so weit? Ich setze nochmal hier einen hin. Blub, blub. So. Und dann kann ich doch eigentlich hergehen und kann sagen, hier ist doch noch eine schöne, ideale Ecke. So, dann hier, lass mal gucken. Terra. Terra. So. Terra. Was Größeres? Oder warte mal, wir können doch hier eigentlich hergehen, mit den Dingern arbeiten. Ba, ba, ba. Wenn ich das so setze. So. So. Na komm. So. Ja, das kannst du so lassen. Das kann man so lassen. Was bist du? Bist eine Pfahlrampe, die brauche ich gerade nicht.
Okay, ansonsten passt es. Bauen. So, dann hätten wir das in der Form. Und dann würde ich sagen, dübeln wir uns dann noch schön eine Fischerhütte drauf. Fischerhütte, das macht glücklich. Da, 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 da. So. Müssen wir dann so machen. Obwohl das ja nicht da. Und, warte mal, ich habe doch noch die andere Mod auch noch gehabt, oder? Das lief unter Angler. So, lass mal gucken. Was gibt's denn da nochmal? Ja, die steht auch auf Stelzen. Die stehen irgendwie alle auf Stelzen. Obwohl, warte mal, wenn ich mal. Nee, nee, nee. Wir probieren mal die Dinger hier aus. Das müsste ja so oder so hier gehen. So. Einmal. Und du funktionierst auch in die Richtung. So. Bauen das mal hier so. Was bist du? Du bist nicht gut. Aber wir machen das jetzt mal so. So. Kann man das so lassen? Wird das funktionieren? Das ist, glaube ich, falsch rum, oder? Da kommt doch das Boot da raus. So. Ich glaube, das gehört auch so rum. So. Und so. Ich glaube ja. Ich lasse die mal bauen. Ich lasse die mal bauen und dann schauen wir mal weiter. Ich bin gespannt. Guck mal, jetzt haben wir das hier. So. Schaffarm. Das ist das hier. Die benötigen nur einen, das ist okay. Dann bin ich mal gespannt, ob wir mehr Schafe rauskriegen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bis jetzt dümpeln wir ja immer noch mit einem Schaf rum, aber 31 Wolle. Im Endeffekt ist es ja mehr oder weniger wichtig, wie viel Wolle rauskommt. Ne? Uninteressant von wie vielen Schafen. Schauen wir mal. Wir werden es erleben. Ne? Wir werden es erleben. So. Das ist alles gut. Das macht unser Fischmarkt. Ja, der kommt überall hin, das ist gut. Und kaufst du auch schön? Ja. Der Fisch ist angenommen worden. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Jetzt sehe ich hier gerade, wir sind hier, glaube ich, voll, oder? Könnte es sein? Oh, nö. Vielleicht müssen wir mehr Steinblöcke produzieren. Da sind wir aber schon voll. Gut. Okay, sehr. Heute irgendwie so eine Warmwertrunde. Aber da kommen wir schon wieder in den Flow. Na, das ist ja kein Ding. Hier wird schon fleißig gebaut, das ist gut. Da bin ich mal gespannt. Aber kriegen wir schon... So, jetzt trinke ich mal einen Schluck Kaffee.
Übrigens, ich möchte mich bei allen bedanken für die Genesungswünsche. Na? Habe mich sehr darüber gefreut. Und zu eurer Erklärung, was eigentlich los ist. Ich kann nur sagen, dass ich meinen linken Arm irgendwie seit 2 Monaten ja, nicht mehr nach oben bewegen kann, richtig. Es ist irgendwie so, als wenn der, keine Ahnung, irgendeine Blockade drin hat. Wie gesagt, ich war letzte Woche im Kernspinnen. Und am jetzigen Mittwoch habe ich dann die Auswertung, was eigentlich die Sache ist. Und dann schauen wir mal weiter. Na? Ist jetzt nicht ja, unglaublich schmerzhaft, aber es ist auszuhalten, aber es ist halt nervig. Ne? Es ist extrem nervig. Und naja, wie gesagt, ne, alt werden ist echt kein Spaß. Ne? Da Augen zu und durch. Ne? Augen zu und durch. So. Gut. Da haben wir auch 200 Steine drin, okay. Also mit Steinen sind wir gut gesegnet hier, du. Mit Holzkohle auch, das ist gut, Salz haben wir genug. Wir haben eigentlich von allem wirklich genug. Schon mal in 6 Schafe, das hat sich also doch rentiert, das Ding dahin zu bauen. Holz haben wir genug. Fische kommen jetzt noch dazu. Brot könnte ein bisschen mehr sein. Na, das könnte bisschen mehr sein und da habe ich allerdings dann schon die Idee, ob wir nicht noch eine zweite Bäckerei irgendwo hinsetzen. Das wäre noch eine Möglichkeit, damit auch mal die Uschi bei uns einziehen kann, na? Als Bäckersfrau. Wenn dir das gefällt, ne, dann können wir das gerne machen. So, jetzt ist mir mal überlegen. Das ist also quasi mehr oder weniger das Tuchdorf. Na? Da würde ich auch die Residenz von Frau Sonnenschein hier oben hinsetzen. Übrigens an dieser Stelle alles Liebe zum Geburtstag, ne, Frau Sonnenschein. Keine Ahnung, ob du es noch mitkriegst, ne, ob du jetzt noch regelmäßig hier reinschaust. Auf jeden Fall wünsche ich dir für dein neues Lebensjahr alles Gute. So, hätte man die Glückwünsche auch rausgeposaunt. Geht. Oh, guck mal. Guck mal. Sind wir fertig? Na, da schau. Ich bin gespannt. Du bist noch nicht fertig. Du schaust noch nicht fertig aus, aber du schaust fertig aus. Wir können 2 Fischer hier reinballern. Wie viele Leute haben wir noch? 11. 11 Leute haben wir. Schlafräume 2, okay. Dann machen wir das jetzt auch mal. Zack, zack. Und dann gucken wir mal, ob wir hier wieder das große Desaster haben werden oder ob das funktioniert. Mit den Anglerhütten. Ah. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir mal schauen. Und? Da guck hin. Da schau hin. Wenn die jetzt auch noch wieder zurückfinden, ist alles gut. Bin immer gespannt. Und? Einmal. Zweimal. Funktioniert. Wunderbar. Das ist doch in Ordnung. Die Fischer ist auch fertig. Da können wir also die dritten Fischer hier reinsetzen. Hallo, Spiel. Puh, dachte schon. So, können wir hier reinsetzen? Ne, das passt doch einwandfrei. Das ist doch wunderbar alles. Ja, schlechtes Wetter ist klar. Ne? Ja, guck mal. Doch schön. Schön geworden. Sehr, sehr schön geworden. So, dann kriegen wir die Ecke nämlich auch langsam voll. Das funktioniert. Der angelt hier. Hier hinten wird geangelt. Ja, perfekt. Perfetto. Ich könnte hier noch einen Brunnen hinstellen. Dann müssen die dann nicht rüberlaufen. Weil Wasser kann man in dem Spiel anscheinend nie genug haben. Den lassen wir uns hier schön in den Baum gucken. So. Bauen. Sehr schön. Kommt dann noch ein Brunnen hin. Dann ist das auch okay. Und die gehen ja zum Einkaufen hier hinter. Zum Markt. Das müsste reichen. Das müsste eigentlich reichen.
Mal schauen. Mal schauen. Ich meine, ich könnte Ihnen jetzt hier einen Fischstand hinstellen, ne? Dann können Sie Ihren eigenen Fisch essen. Oh. Doch kein Oh. Gut. Puh. Ich dachte schon. So, ihr latscht jetzt hier rüber und geht dann schön brav zum Markt, oder was? Wo geht denn ihr hin? Hallo? Warte mal. Fischer. Wo gehst du hin, gute Frau? Ach, die müssen wir ja noch hier. Ach so, deswegen. Aber wo gehen die dann hin? Ach ja, stimmt ja. Jetzt hat, die müssen wir ja erstmal einbürgern. Da war ja was. Da war doch was. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr. Guck mal hier, Wolle 220. Das ist gut, da haben unsere Weber genug zu tun und der Schneider auch. Klamottis haben wir 246, das passt. Einwandfrei. Das ist gut. Das ist doch ganz gut. So. Ja. Das funktioniert. Kriegen wir hin. Das bekommen wir hin. Hier die Ecke, die ist auch noch ein bisschen Lulu. Die ist nicht so schön. Da bin ich echt am Überlegen, ob wir hier nicht. Ich habe immer noch das mit der Holzindustrie quasi. Ja, da muss ich mal gucken. Da muss ich echt mal gucken, wie wir das mit der Holzindustrie machen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. So. Ganz ungewohnt, dass der Jeffrey nicht da ist. Also spricht der Report. Das hat mich heute ein bisschen so aus dem Konzept gebracht. Na, jetzt brauche ich bloß noch für die Folge noch einen schönen Screenshot. Und dann ist die Welt doch eigentlich ganz in Ordnung, oder? Oder dann können wir hier ausmachen, das aus. Ups. Nein, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Da wollte ich doch gar nicht hin. So. Gut, Kinders, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Wir sehen uns in aller Frische dann morgen am Sonntag wieder. Und ja, bleibt mir gewogen. Na, hoffe, ihr habt immer noch Spaß beim Zuschauen. Und wir werden dann auch mal langsam so anfangen, noch ein drittes Dorf ein bisschen weiter weg zu machen, weil ich dann doch ganz gerne mal ausprobieren möchte, wie das dann so mit diesem Waren klappt, ob das jetzt reibungslos dann von einem Dorf quasi zum anderen geht. Also sprich jetzt zum Beispiel die Gewänder. Da kann es sein, dass wir uns noch einen zweiten Schneider zulegen müssen, der dann das andere Dorf mitbeliefert. Das ist mal so eine Teststrecke dann. Müssen wir mal kicken. Ne? Also gut, Kinders. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.